Hallo. Wer zur Hölle bist du? Hast du ein Messer in der Hand? What is happening here? Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Spiel, diesmal von Steam. Eieiei, ist dieses Gewitter aber laut hier. Es heißt The Emulator und ist kostenlos auf Steam erhältlich. Ich wollte erst gerade alleine in den Optionen rumwühlen, aber es gibt einmal diesen Filter, dann gibt es diesen Filter und es gibt diesen Filter. Und ich weiß jetzt nicht genau, was ich möchte. Also ich sehe ja ganz gerne, wovor ich mich erschrecke. Wir probieren das einfach mal, weil ich glaube, dass man da vielleicht besser was erkennt. So. Continue geht nicht, weil habe noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, worum es geht. Weiß auch nicht, wann ich das mal in meinen Steam geschoben habe. Oh, was ist das denn? One Hit? Normal? Ich denke mal normal. In der Nacht vor Halloween und meine Freundin Sarah Just, ja, irgendwas in der Nacht vor Halloween und unsere Freundin Sarah. Also mir fährt schon ein bisschen warm hier mit 22 Grad. Ich muss mal ganz kurz mein Jäckchen. So. Ja, wie Sie sehen Sie nichts, nicht viel. Achso, meine Taschenlampe ist schon an. Das ist sehr laut und tacken leise. So. Briefkasten? Ich muss in meinen Briefkasten gucken, ne? Enter the house. Open door. Okay. Der Strom ist aus. Oh, guck mal, hier ist Geld. Die Bewertungen sind übrigens ausgeglichen. Board on the Deep Web. Wie kommst du darauf, dass Sarah was vom Deep Web gekauft hat? Oh. Greetings and thank you for watching from us at Happy Palace. We strive to provide customers with the best and Deep Web items. Okay, jetzt verstehst. Qualitäten. Emulator. One copy of the emulator. Do not share. Okay, wir haben eine sehr komische Freundin. Die hat was aus dem Deep Web gekauft. Kauft nichts aus dem Deep oder Dark Web und geht da auch nicht hin. Niemals. Für $200 ein Emulator. Eine Kopie. Und die dürfen wir auch nicht verteilen. Interact again to close. Okay. Okay. Das fände ich sehr gruselig in meinem Haus. Aber wir sind bei Sarah, oder? Ich hoffe nicht, dass das Sarah ist. Ich meine, vielleicht sind wir das wir, aber vielleicht sind das auch die Eltern. Oh. Open. Okay. Okay. Machen wir mal bei unserer Freundin alles auf. Oh, ich weiß nicht, was los ist. Eigentlich musste ich bei ihm noch nicht husten. Oh, ist hier was passiert? Ein Fahrzeug? Kann ich das auswählen? Kann ich Tasten? Ach, guck mal, Tasten. Controls. Uah. A, Flashlight, Crouch. I. Ich kann rennen. Ich kann nicht springen. I. Ja, okay, ich hab den also einfach nur. The phone is dead. Achso, wie heißt es schon? Ich habe auch keine Ahnung, wie lang das Spiel ist. Wi-Fi-Passwort 3F3F22A. Muss ich mir das aufschreiben? Kann ich mir das merken? 3F3F22A. Achso, ich hab's mitgenommen. Pizza.
sieht auch aus, als könnte man das öffnen. Ich finde, die Sicht ist schon wieder sehr nah. Einfach überall alles auf. Es ist immer noch sehr laut in meinem Ohr, aber ich kann es schon gar nicht mehr leiser stellen. Oh, ich bin echt besorgt. Achso, ich dachte, das könnte man lesen. Wieso habt ihr überall diese Dinger an der Wand? Ich muss ja nicht erklären, dass das ein Horrorspiel ist, ne? Also, wir sind zu Sarah. Ich habe den ersten Text ja nicht lesen können. Was mit Halloween? Ich denke mal, wir sollten hier den Abend verbringen. Das Essen ist noch warm. Der Strom ist aus. Ist die ganze Familie zum Stromkasten? Aber ich will nicht durch so ein dunkles Haus. Oh ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe vorhin nur beim Runterladen den Trailer gesehen. Und das hat mir schon nicht gefallen. Und da dachte ich mir, das ist doch gut. Weil ihr mögt ja Horror. Locked. Open Door. Und Klo. Klo ist immer gut. Hübsche Bilder habt ihr hier. Kann ich das? Wieso bin ich aber immer so klein? Ich bin größer als der Lichtschalter, größer als der Türknopf. Aber die Toilette ist fast mit mir auf Augenhöhe. Das verstehe ich nicht. Ist die Toilette einfach so groß? Ja, ich gehe erstmal duschen. Familie verschwunden, aber dieses. Achso, ich habe da oben eine Aufgabe. Finde Sarahs Zimmer. Wahrscheinlich hat die oben ihr Zimmer. Ein World Atlas. Klar, ich habe auch einen Atlas hier liegen. Einfach mal gucken, was so die Eltern einer Freundin im Schrank haben. Wer zur Hölle bist du? Ich kann crouchen, ne? Hallo. Wer bist denn du, kleiner Freund? Hast du ein Messer in der Hand? Okay. Kannst mal da drin. Oh Gott, ich kann ja zoomen. The Gift of Gap. Nee, mach mal wieder zu. Der wohnt da, der braucht seine Ruhe. Cat People. Eine Batterie? Nee, willst du nicht haben? Open Door? Wieso rutsche ich hier die Stufen herunter? Ich sehe nichts. Kann ich nicht? Warte mal, wie ging das wieder? D, C, C, W? Ja. Dann wird es bei mir heller. Bei euch wird es hoffentlich hell genug sein, weil ich hoffentlich so schlau war dann und im Schnitt es heller gedreht habe. Okay. Wo ist meine Maus? Da. Okay, es ist heller. Ich sehe trotzdem nicht viel mehr. Ja, wir sollen Sarahs Room. Ist bestimmt nach oben. Hier ist locked. Was war hier? War ich hier schon? Locked. Warum ruckelt das? Was ist das für ein ekliges Geräusch? Ja, also bei D. Warum leuchtet es hier rum? Ja, komisches Bild.
Das ist das Einzige, was dir hier einfällt, ja? Dass du das Bild komisch findest. Nicht, dass deine Freundin und die Familie nicht da ist. Was ist das? Okay, ich kann es ein bisschen sehen, ihr... Weiß ich nicht. Achso, ich dachte, das wäre ein Weihnachtsbaum. Ich kann rennen, okay. Es ist ein Baum. Lockt. Lockt finde ich gut. Oh, ist das nah dran? Lockt. Lockt. Sehr gut. Ist das Sarahs Zimmer? Könnte, ne? Das lauter, dieses Ekelgeräusch. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Okay. Sarah hat komische Klamotten. Night of the Spots. Ich habe mein Headset auf 6% stehen, ne? Und das ist immer noch ekelhaft. Huch, was habe ich da genommen? A Strange Book, a Book of Necroman, was? The first requirement of which is an FG. Das Necromantium, ist das nicht die satanische Bibel oder vertue ich mich da jetzt? War das Bett vorhin schon rot? Oh, ein Gameboy, was spielst du denn so? Quärm? Kenn ich. Was? Nee, kann ich nicht lesen. Meiner war schwarz. Da ist schwarz, irgendwo existiert er noch. Concluse Game Disc? Ich habe mir das Spiel direkt mal eingesackt. Oh, was zu lesen, yay. Henry. Grown up and being a teen can be rough. Don't let it get you down. Also an Henry von Mrs. Kleimer schlecht lehren. Erwachsen werden und ein Teenager werden kann hart sein. Lass dich davon nicht runterziehen. Set up a meeting with the Guardians Counselor. We're going to find a plan to get you in a more positive state of mind. Also die hat da ein Treffen mit dem, was ist Guardians Counselor, mit dem, ist das der Schulleiter? Oder irgendein anderer Vertrauenslehrer könnte sein, ne? Um ihn in einen besseren mentalen Zustand zu kriegen. You're a talented kid, let's not let your talent go to waste. Also, diese Mrs. Klein denkt, dass Henry ein talentiertes Kind ist und dass er es nicht verschwinden soll. A black hole will destroy us all. Ja, das ist ja sehr positiv hier. Leader. Die ganze Familie hat needs power, okay. Hat einen guten Geschmack für Bilder. Open door und bist du locked? Du bist locked, sehr schön. Gruselige Uhr darf natürlich nicht fehlen. Search the room. Und wo schlafen die Eltern? Das war doch eben nicht das Elternschlafzimmer. Hinhocken, öffnen. Öffnen, öffnen. Sarah hat sehr viele Hosen. Plastiktüten. Quest of... Das vorhin... Vielleicht war das auch das... Moment, das könnte das Elternschlafzimmer gewesen sein.
Und obwohl, nee, da sind ja auch noch verschlossene Türen. Oh, doch, da ist was. Oh. Streaming and Dreaming. Okay. Also ich komme nochmal, ne? Ich komme zum Haus Eltern meiner Freundin. Kann ich das bitte mitnehmen? Ja. Und der Strom ist aus. Das Essen steht noch dampfend auf dem Tisch. Kaltschwein ist da. Ich gehe in ihr Zimmer, damit ich das durchsuchen kann. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen, außer dass das eine Bild komisch aussieht. Und ich habe nichts Besseres zu tun. Sind das Ehringe? Nichts Besseres zu tun, als hier alles durchzuwühlen. I'm the Pumpkin King. Der Kürbiskönig. Today, Mom and I went to Burgstone to buy new headphones. She and Dad are going about the thing lately. It was fun hanging out with her at the mall. She was in a good mood. I can't wait for her to meet Sean. He's my world. Ah, also ich denke mal, das ist von Sarah. Sie schreibt darüber, dass sie mit ihrer Mutter da Kopfhörer gekauft hat und dass sie da in der Mall waren und so und dass sie es nicht abwarten kann, dass die Mutter endlich uns trifft, weil wir sind Sean. I'm getting the worst on my chin. Sie hat einen Pickel am Kinn. Ja, okay. I'm going to become a monk. Sie wird ein Monk. Warte mal, Mönch. Hm? Nicht Affe. Monkey war Affe. Monk ist, glaube ich, Mönch. And hide in the mountains until it is... Ach so, sie wird ein Mönch und steckt sich in den Bergen, bis der weg ist. Aber es ist jetzt nur meine Vermutung, weil wir ja einfach das Elternschlafzimmer durchwühlt haben, dass die Eltern Satanisten sind und hier irgendwas passiert ist. Lakeside Murders, ja, super. Computerraum. Finde den Computerraum. War ich hier schon? Oh, ist zu lesen. Yay. Hallo. Hä? Ich kann das... Okay, ihr guckt jetzt alle weg und ich versuch's mit Flashlight-Blitz zu lesen, ja? Alle weggucken, Augen zu, ich lese vor. Sarah, I've checked online to see if I could find any infos on what weird religion your dad is. Ah, der Vater. With the conclusion that I have more... Was? You might have more luck at the college library in the city. They have tons of rare books. Vince. Okay, also Vince hat für Sarah wohl recherchiert, welche komische Religion der Vater betreibt. Und hat aber wohl kein Glück, glaube ich. Und sie soll, was war sie, in der Stadtbücherei, glaube ich, mal nachschauen. Den Computer auf, der ist locked. Hier waren wir schon. Locked. Ja? Locked. Locked. Ist der Raum dann unten? An welcher Stelle wird dieses Geräusch eigentlich lauter oder ist das einfach der Musikloop? Ich hasse es, wenn man sich nach links und rechts umdrehen kann, ne? Open door. Ich glaube das nicht so gut. Oh mein Gott, das ist ein kleiner Bruder, er ist tot. Shutter checkpoint, get to the front door.
Moment, wir gucken uns erstmal um. Der hat das Dark Web-Spiel gespielt. Ich hab's euch doch gesagt. Spielt das nicht. Kann ich vorher noch ein bisschen hier alles regulieren? Oh, ein Schrammtier. Was ist das? Kann ich euch mitnehmen? Wie sieht's so aus? Nein? Okay. Tja, wenn jetzt die Polizei kommt, dann sagen die auch, oh, hier wurde ja alles durchwühlt. Das war bestimmt ein Einbrecher. Und dann sagen wir, nö, das mache ich halt immer so. Get to the front door. Okay. Ich get to the front door. Oh, das ist uns beim Reinkommen nicht aufgefallen. Sarah, what the hell? Oh ja, ich glaube, das war's mit Sarah. Na? Key to study. Check the front gate. Was? Lock? Was lock? Lock? Es ist einfach mal... Guck mal, das ohne Taschenlampe, das mit Taschenlampe. Ja. Ich habe alles so an meinem PC schon auf Maximum. Ich checke the front gate. Bist du das front gate? Wo ich durchgekommen? The gate is bolted shut. I can't escape. Checkpoint reach. Okay. Naja, so doll shut ist das nicht, ne? Ah, doch. Ist das doof? Ich kann... Ja, nee, ich habe keine Einstellung hier. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, das finde ich wieder cool, ne? Auch wenn das irgendwie so komisch ist. Ich hätte jetzt auch gerne den Filter einmal umgestellt, ne? Hier ist top, top, ne? Und hier? Gut. Turn on the power. Ja, irgendwo. Run and hide? Wo denn bitte? Vor wem oder was bin ich gerade weggerannt? Wo ist denn die Power? Das Bild ist weg, oder? Nee, war das hier? Das war doch hier das Bild. Vor wem musste ich mich denn jetzt hier verstecken? Geh mal einfach zu, bitte hier. Jo. Es gibt tatsächlich einen Keller. Ich dachte, es gibt keinen Keller. Sehr schön. Freue ich mich ja. Ich gehe so gerne in den Keller. Ich will alles aufmachen. Natürlich ist der Strom sehr wahrscheinlich im Keller. Aber wenn ich jetzt, hätte ich das vorher mal eruieren sollen, wo ich was auch immer weglaufen muss. Moment, trink noch mal einen Schluck Kaffee, bitte. So. Ja, dann auf in den Keller. Und was war jetzt hier Run and Hide? Vor wem? Und wo ist der fucking Keller? Ist der vielleicht draußen? Ist der hier?
Bess hier. Ja, natürlich. Geh doch gerne in den Keller. Immer. Sehen Sie nichts? Ich sehe eine Blutspur. Ja, ich nehme den PlayStation-Controller mit. Was ist eigentlich mein Inventar? Ja, okay. Okay. Kann ich dann PlayStation spielen gehen gleich? Sarahs Vater, ich bin ripped to shreds. Ja, er ist ein bisschen neben sich, ne? Aber er hat eine Fuse in der Hand. Wie kommt denn hier rein hier? Search for a way to survive. Es ist doch gerade wieder das Licht ausgegangen, oder? Was hab ich gesagt? Wieso hat man solche Dinger an der Wand? What is happening here? Oh nein! Oh nein! Sprühfarbe. Warum? Mr. Winkles. Nein. Also die Familie, die kenne ich nicht, habe ich keinen Bezug zu, aber Katze geht man nicht.